Ein kleiner Metal Guide. Erwarten uns hier wirklich schwermetallische Cartoons oder ist es eine falsche Versprechung des Buches? Das finden wir jetzt heraus und wir finden auch heraus, ob das Buch 18 Euro wirklich wert ist. Ich habe das ganze Video jetzt so gegliedert, ich gehe erstmal die einzelnen Rubriken etwas durch, die behandelt werden natürlich spoilerfrei. Dann über die Art des Comics, wie das Ganze aufgebaut ist und am Ende ist das Ende des Videos. Ja, also dranbleiben, jetzt geht's los. Mit dem ersten Punkt, nämlich die Gliederung des Comics. Der ganze Comic ist in 5 Teile gegliedert, nämlich in die Anfänge, wo man die Anfänge des Metals comichaft erleben kann. Die Genres, ein paar der größten Bands, wo die Bands dann beschrieben werden mit einzelnen, mit den Details eigentlich und Anspieltipps. Auf Platz Nummer 4 im Comic haben wir dann die Klischees, die da lustig aufgegriffen werden und als letztes live. Das Ganze hat natürlich auch eine Struktur, wie man da hier sieht, aber leider kann ich den Grund der Struktur nicht erwähnen, weil ich sonst denn das ganze Buch spoilern würde. Aber ich kann den ersten Teil verraten, nämlich die Anfänge des Metals. Es geht darum, eine Band, okay, am Anfang ist noch keine Band, es ist mal ein Junge, der will eine Band machen, ruft seinen alten Kumpel an, Schlagzeuger. Ja, sie sind gemeinsam, der Kumpel ist Black Metaler und ist natürlich der trueste Metaler von allen. Dazu bekommen sie dann noch einen, ich finde eher so, das bekommen sie dann die Hauptperson. Die Hauptfigur des Comics, nämlich einen Keyboarder, der eigentlich nur Jazz gewöhnt ist und überhaupt nicht weiß, was Metal ist. Deswegen erklären sie ihm im Comic dann so den Metal mit Beispielen, so wie die Gliederung eben ist. Und am Ende, ja, man sieht eben, wie sich die Band entwickelt. Es ist eine Bandgeschichte sozusagen und es werden da die größten Bands wieder aufgegriffen. Zum Beispiel Iron Maiden, Metallica, Slayer sind alle hier im Buch vereint, um Details, nicht Details, um ein grobes Wissen über die Bands zu vermitteln. Das ist der Sinn. Dann natürlich, der weiß ja auch nicht, was einzelne Genres sind, deswegen werden die da eben auch erklärt. Und ich finde das ganze Buch richtig gut gemacht, alleine schon von der Struktur und dem Zusammenhang, es passt einfach alles gut zusammen. Nun reden wir kurz über die Comics, über die Bilder. Also besonderen Dank gibt es hier für die Leute. Ich will jetzt nicht alle vorlesen, deswegen halte ich jetzt einfach rein. Kommen wir jetzt nun zu den Bildern. Ich halte es einfach nur kurz rein, um nichts zu spoilern. Das Ganze ist so gemacht, sieht richtig geil aus, richtig gut gezeichnet. Ist alles klar verständlich, auch für die dummen Leute. Und es sind dann immer so Jokes, zum Beispiel bei Black Sabbath sind so Jokes dann daneben. Um das Ganze ein bisschen witzig wieder zu machen, um nicht dann so die Details des Metals in den Vordergrund zu stellen. Ja, wie schon gesagt, aufgeteilt in verschiedene Rubriken, in 5 Rubriken. Dann werden hier die einzelnen Genres beschrieben. Beschrieben ist das richtige Wort. Und es gibt auch hier wieder lustige Bilder dazu, um das Ganze ein bisschen fröhlicher zu machen. Yay! Es geht weiter mit Klischees und Live. Ja, als 4. Punkt haben wir dann eben die Klischees. Auch hier sind wieder Klischees aufgelistet auf der einen Seite, dann wieder witzig auf der anderen Seite präsentiert mit Bild. Finde ich einfach eine geile Idee, das so zu machen. Am Ende haben wir dann noch den Abschnitt live, wo unter anderem ein Wacken-Text drinnen ist. Für alle, die Wacken jetzt nicht kennen sollten, es ist eigentlich das größte Metal-Festival, das es gibt auf der ganzen Erde. Yeah. Scheiße. Das Ganze hier auch wieder witzig aufgemacht. Ich will das jetzt nicht immer jetzt mal hineinhalten. Im Großen und Ganzen bin ich so überzeugt von dem Buch, dass ich es weiterempfehlen kann und ich 5 von 5 Sterne geben werde, weil das ein absolutes Meisterwerk ist. Ah, Special Effects. Ja, eher nicht so. Auf jeden Fall kommen wir jetzt noch zu den Details, wie schon versprochen. Es ist die 2. Auflage. Die erste ist nämlich schon 2017 herausgekommen, für die habe ich eigentlich gar nichts mitbekommen. Vielleicht war das auch auf Englisch, weil im Internet habe ich gelesen, dass es jetzt sehr neu ist. Deswegen habe ich sie ausgerechnet
gekauft. Autor und Zeichner Alexander P., Jahrgang 1989, absolvierte ursprünglich eine Ausbildung zum Industriekaufmann. Ja, wen es interessiert, der kann sich das Buch dann kaufen und durchlesen. Er ist jetzt Illustrator und beschäftigt sich dann hauptsächlich mit Cartoons und hat somit ein Metal-Cartoon rausgebracht, weil er sehr vom Metal überzeugt ist und ein absoluter Metal-Begeisterter ist, so wie es hier geschildert wird. Und das Ganze ist über den Piepmatz Verlag herausgekommen. Der Comic umfasst ungefähr, ich würde jetzt mal grob schätzen, wenn ich jetzt 10 Seiten habe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, okay, 10, 20, 30, 40, 50, ich glaube, wenn ich jetzt so gezählt habe, müssen es 100 Seiten sein, circa 100 Seiten umfasst der Comic, 100 Seiten purer Genuss. Ich las den Comic gestern in ungefähr 40 Minuten, ich bin aber ein sehr langsamer Leser. Für alle, die den Cartoon jetzt wollen, ich habe den Link in der Beschreibung, ist auch irgendwo da unten, ihr könnt sich den mal durchschauen. Für alle, die ihn nicht wollen, die kaufen sie den eben auch nicht. Vergiss nicht zu abonnieren, um keines der kommenden Videos mehr zu verpassen. Auch Daumen hoch geben, falls das Video gefallen hat. Und dann ciao, stay heavy.